Nun möchten sie für ihre Forschungszwecke die Forschungsdaten anderer Wissenschaftler nachnutzen. Doch wie ist die Verwendung dieser Daten rechtlich überhaupt geregelt? Um dies beantworten zu können, setzen wir uns mit den Themen Urheberrecht und Lizenzen auseinander. Bei der Entstehung künstlerischer, literarischer und wissenschaftlicher Werke gehen grundsätzlich alle Rechte am Werk auf ihren jeweiligen Schöpfer oder Urheber über. Dieses Eigentumsrecht ist durch das Urheberrechtsgesetz geregelt. Dieses besagt, dass niemand ohne die explizite Erlaubnis des Urhebers dessen Werke übernehmen, vervielfältigen oder veröffentlichen darf. Wenn Sie also Forschungsdaten nachnutzen möchten, müssten Sie eigentlich den jeweiligen Urheber kontaktieren und die entsprechenden Nutzungsrechte einholen. Meistens ist allerdings keine persönliche Kontaktaufnahme notwendig, denn die Nutzungserlaubnis wurde bereits über eine Lizenz erteilt. Was also ist eine Lizenz? Eine Lizenz ist ein Dokument, welches die Nachnutzung urheberrechtlich geschützter Werke regelt. Es wird genau vorgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen das Werk nachgenutzt werden darf. Falls auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt sein sollte, gilt dies bereits als Verstoß gegen das Urheberrecht. Sehen wir uns folgendes Beispiel an. Wir möchten einen Datensatz aus dem Datenportal Janus nutzen. Janus ist ein Repositorium für Forschungsdaten aus der Archäologie und den Altertumswissenschaften. Es wird explizit auf die jeweilige Lizenz hingewiesen, welche die Nutzung des Datensatzes regelt. Hier also handelt es sich um eine Lizenz der Creative Commons Organisation. Die Lizenz erlaubt eine kostenlose Nutzung der Werke unter bestimmten Bedingungen. Creative Commons vergibt unterschiedliche Lizenzvarianten, die jeweils festlegen, was mit den jeweiligen Werken gemacht werden darf. Anhand der CC-Symbole sind die Lizenzen leicht erkennbar. Hierbei handelt es sich um eine CC-BY-SA-3.0-Lizenz. Diese besagt, dass wir unseren Datensatz in einem beliebigen Format und über ein beliebiges Medium verteilen und verändern dürfen. Wir dürfen diesen Datensatz dann auch für beliebige Zwecke nutzen, sogar für kommerzielle. Das alles aber nur unter folgenden Bedingungen. Im Falle einer Publikation müssen wir den Namen des Urhebers nennen, einen Link zur jeweiligen Lizenz hinzufügen und angeben, ob wir Änderungen am Datensatz vorgenommen haben. Sollten wir den Datensatz tatsächlich verändert haben, dürfen wir diesen nur unter der gleichen Lizenz wie das Original publizieren. Wenn wir aber den Datensatz anders als durch die Lizenz vorgeschrieben verwenden möchten, brauchen wir eine gesonderte Genehmigung des Urhebers. Nun wissen wir, welche rechtlichen Aspekte bei der Nachnutzung unseres Datensatzes beachtet werden müssen. Welche weiteren Aspekte zur Nachnutzung beachtet werden müssen, erfahren Sie im nächsten Videotutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen.